Herzlich willkommen, YouTube, Hallöchen, da sind wir wieder zurück bei Hi-Fi Rush. Quasi Folge 4, wir haben die ersten 1,5 Stunden durch. Das war, würde ich mal behaupten, mehr oder weniger das Tutorial zu dem Ganzen. Wir sind jetzt in unserem Unterschlupf, in unserem Versteck, da können wir uns aufrüsten und sonstiges. Und werden nun auch weiterziehen und gucken, was uns noch so erwartet. Allerdings habe ich vergessen, wie es ging. Ich glaube, es war hier auf der Couch. Genau, hier können wir ins nächste Level. Da wollen wir hin. Okay, ich bin soweit, Peppermint. Wie sieht der Plan aus? Okay, schau dir das an. Wir schauen. Missionsbericht. So, dieses Spectra-Programm ist, wie gesagt, top secret. Und nur die hohen Tiere im Unternehmen wissen davon. Warum denn so besorgt? Könnte alles sein. Sagen wir mal, ein Insider hat mir einen heißen Tipp gegeben. Ja, na klar doch. Jedenfalls, wir gehen wieder hoch in die Produktion. Mit meinen Skills und deinen Kräften brechen wir bei der Produktionsleitung ein. Das ist Wrecker. Bei unserem Glück räumt wohl gerade dein Chaos in der QA auf und wird nicht da sein. Wir hacken ihren Rechner, stehlen die Spectra-Akten und verduften. Cool, cool. Ich habe nicht zugehört, aber das klingt super easy. So geh. Während du weg bist, verbinde ich mich über 808 mit deiner Tech. Vielleicht finde ich neue Tricks für dich. Was? Du kommst nicht mit? Auf so eine gefährliche Mission? Ich bin doch nicht bescheuert. Mach du mal ruhig. Okay. Moment. Wen meinst du dumm? Ich bin hier, Baby. Mit wem redest du? Hä? Geh einfach in Wreckers Büro. Du siehst es da oben. Echt weit oben. Du musst zwar durchs Hauptgebäude der Produktion, aber ich lenke dich. Versuch bitte nicht aufzufallen. Komm, 808. Jetzt wird's lustig. Na dann. Legen wir los. Bin nur ein bisschen unschlüssig. Ich will nicht immer gleich losrasen und dann übersehen wir vielleicht etwas. Was haben wir gelernt? Schrott wird eingesammelt. Den brauchen wir. Der ist quasi unsere Währung. Ah ja, mit Gift war die. Habe ich wieder fast vergessen. Habe ja ein paar Tage Pause gemacht mit Spielen. Gleich wieder vergessen, wie es geht. Unfassbar, dass du da was zu trinken rausgeholt hast. Wenn du den Automaten genau an der richtigen Stelle triffst, frisst er deine Credits nicht. Lass dir das von einem Meister gesagt sein. Okay, gut. Okay, schauen wir mal, wie lange der ausspuckt. Nice. Aber ich glaube, so war es nicht gemeint. So vom Gefühl her, glaube ich, hatten die das ein bisschen anders gemeint, als wir das jetzt umgesetzt haben. Aber egal. Wir haben ein bisschen Schrott rauspresst. Und machen uns jetzt weiter auf den Weg. Was ist das hier? Das ist wieder ein Tablet. Ich lese wieder vor, nicht versendete Beschwerde, nicht gesendeter E-Mail-Entwurf von 05K-ID 671993 an die Personalabteilung. Ich will keine großen Umstände machen, aber angesichts dessen, dass ich die Verantwortung für den Zentralgarten in der Produktion trage, bin ich neugierig, aus welchem Grund er existiert. In unseren Anzeigen heißt es, er dient dem Austausch zwischen den Büros, aber tatsächlich sind die Angestellten angehalten, den Garten nicht zu betreten. Das verwirrt die Angestellten. Denn er ist zwar wunderschön, wird aber nie benutzt, ganz zu schweigen von meiner Arbeit und der meines Teams, um ihn makellos zu halten. Zudem frage ich mich, welchen Zweck das wohl größte Heckenlabyrinth der Welt dient. Okay. So, wo geht's hier weiter? Moment. Jetzt.
Ah, man kann die Fässer kann man auch zertrümmern. Guck einer an. Da ist doch sonst nichts mehr. Wie komme ich denn durch Gate B durch? Ah, oh, okay. Okay, man läuft einfach zur Tür hin. Weiß man, oder? Ist so logisch. Habt ihr natürlich gewusst, weiß ich. Ist auf jeden Fall sehr, sehr liebevoll gestaltet und macht Laune, macht Spaß. Hey, da ist Kay! Und das ist, wie heißt sie gleich? Die alte Chefin von Vandelay. Roxanne Vandelay? Echt jetzt, Chai? Sie hat das Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut. Lies doch mal ein Buch. Kein Grund so zu schreien. Oh, pass einfach ein bisschen auf. Ja, okay. Wichtig ist immer alles abzulaufen. Ich habe eh gerade festgestellt, ich habe wohl eher einiges liegen lassen, wenn ich die Fässer, die habe ich bisher nicht gewusst, dass ich die auch zerstören kann. Oder falls ich es doch gewusst habe und einfach wieder vergessen habe, dann okay, dann ist es wohl so. Was haben wir hier? Vielleicht hat Roxanne das Unternehmen gegründet, aber okay. Oh, cooler Dude. Er hängt am Rockzipfel einer echten Pionierin. Was hat er dir je getan? Konzentrieren wir uns auf die Mission. Okay. Kann man hier irgendwas tun? Nein. Gate B, Service Entry. Okay. Die Einladung hier nehmen wir danken an und machen so ein bisschen Unordnung und ein bisschen Chaos hier. Damit kennen wir uns ja aus. Und haben Erfahrung. Wobei die Kleinen ja nichts bringen. Was ist mit dir? Das sieht auch so aus, wie wenn man die zerstören könnte. Nope. Oh. Oh. Fight. Hallo. Jawohl. Die haben gesessen. Okay. Oh oh, oh oh, oh oh. Ich glaube, mit Sprung konnte ich da gerade noch retten. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf. Nein, lass mich in Ruhe. Okay. Gutes Timing, 53%. So viel zu unauffällig. Ja, unauffällig kann ich. Macht es mehr Spaß. Und solange Wrecker uns nicht findet. Achtung, hier spricht Wrecker. Dieser Defekt wurde in meinem Gebäude gesichtet. Ich hoffe, ihr passt ihr Security-Deppen kriegt ihn nicht, damit ich ihn selbst in Stücke reißen kann. Oh, klingt pikant. Meintest du nicht, sie wäre nicht hier? Meintest du nicht, das hier wäre lustiger? Okay. 1-0 für sie, würde ich sagen. Sau gut. Hier kommen wir ja nicht durch, ne? Nee. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Läuft ja bei uns. Was ist das? Was war das? War das ein Energy? Hab ich jetzt nicht gesehen.
Hey. Zack. Dann lassen wir uns mal überraschen, wo uns das hinführt und welche... Oh. Welche Risiken das Ganze hier, die Reise hier noch birgt. Hallo? Warum geben Sie mir so unrealistische Ziele vor? Ich soll diese riesigen Kisten heben mit diesen winzigen Händen. Ich könnte jetzt etwas Hilfe brauchen. Mein Job steht auf dem Spiel. Ich glaube, so sind wir keine große Hilfe nicht, ne? Waren das nicht die, die ich kaputt machen konnte? Nee. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ah! Hier rein, okay. Ab in den Lüftungsschacht mit uns. Dort geht's weiter. Ich würde mal sagen, der Schalter wird uns gleich die Klappe geöffnen. Nice. Also Timing ist hier auf jeden Fall wichtig. Aber das klappt mit der Zeit ganz gut. Wie gesagt, ich bin niemand, der großartig gutes Rhythmusgefühl hat, was jemandem noch nicht aufgefallen ist. Aber das tut überhaupt nichts zur Sache. Man bekommt das ganz gut ins Gefühl. So, was ist das? Nix. Nix ist das! Es leuchtet immer rot, wenn ich eine Aktion ausführe. Okay. Automatische Aufzeichnung der Personalabteilung. Automatisch aufgezeichneter, in Text umgewandelter Dialog. Gemäß Wanderlei Personalvorschriften an die Personalabteilung übermittelt. Hörbar paranoider Ton. Tja. Endlich ist der ganze Raum automatisiert. Und ich denke mir, sobald wir Roboter die Produktionsanlage fertiggestellt haben, was hier passiert dann mit unseren Stellen? Verlieren wir sie an die Maschinen, die besser automatisieren als wir? Aber wie automatisiert kann eine Automatisierung werden? Werde ich deswegen verschrottet? Robotische Schluchzgeräusche dauern 25 Minuten lang an. Ja, siehste? Und wir denken immer, wir haben Probleme, aber das geht dann weiter. Ja, auch die haben dann vielleicht eine Existenzkrise oder so. Klar, wer sagt ihnen, dass sie nicht auch ersetzt werden können? Fragen über Fragen. Ich glaube, wir haben ihn kaputt gemacht. Nice. Das sah tatsächlich so aus, als ob er sie zerstören könnte. War aber Irrtum. Ich sag's euch, wie es ist. Habt das für euch rausgefunden. Du musst jetzt ganz stark sein. Den Sprung schaffst du nicht. Danke. Vorschläge? 808 verbindet mich mit deinem Arm. Er ist magnetisch, oder? Du solltest an diesem Punkt andocken können. Oha. Oha. Suche in der Umgebung nach diesem Symbol. Mit Hilfe von Chiles magnetischen Arm kann er weit entfernte Orte erreichen oder den Kampf schnell zu Feinden aufschließen. Durch Drücken von Q fliegt Chiles aus seinem Ziel. Okay, geil. Ja, das war knapp. Nice! Das war irre! Genau das. Geil. Großartig. Und so erweitert sich das Funktion für Funktion. Und wird dann schon durchaus ziemlich rasant, muss ich sagen. Ne? Auch die Funktion mit der Shift-Taste, wo du nach vorne schnellst. Das bringt schon einiges an Geschwindigkeit hier mit rein. Das ist natürlich für jemanden, der eigentlich relativ gemütlich und genüsslich Spiele spielt, immer so eine Sache. Aber hier muss ich ehrlich sagen, macht das echt Laune. Weil ich immer sage, man soll sie nicht hetzen lassen, wäre schade, wenn man irgendwas liegen lässt oder übersieht. Okay.
fest. Wow, ich pack fest. Bethesda, ich hab einen Bug gefunden. Wow! Wie komme ich hier wieder raus? Okay. Gut, ein bisschen schlagen, ein bisschen klatschen. Und irgendwann geht's dann doch wieder raus. Puh, das war aber schon grenzwertig. Bitte beachten, offenbar sollen wir Ausschau halten nach einem, Musikkämpfer-Eindringling? Bestimmt ein Tippfehler. Ganz bestimmt. Hier gibt's wieder ein Magnet. Jetzt frage ich mich, aber dort geht's auch noch nach unten. Will ich da zuerst hin? Ja, bestimmt, weil da geht's glaube ich nicht weiter. Das ist tatsächlich auch ein Bonus hier. Ja, ja, hier gibt's einen Haufen Schrott. Stell dir mal vor, wir nehmen das nicht mit. Nice. Also das ist cool. Das ist echt cool. Mit dem Magneten kannst du dich Gegnern nähern. Wie ging denn der Spezialangriff? War das mit Kuh? Mit R? Ja. Nice. Okay, das lief gut. Aber es geht ja weiter. Aus dem Weg da! Der gehört mir! Okay. Aha, der ist frech, der weicht nicht mehr aus. Boom. Boom. Oh oh. Chai, such wenigstens nach einem Umweg. Was? Nun, es scheint ein Pfad nach oben zu führen. Finde ich, bin völlig unauffällig. Unauffälliger geht ja fast nicht. Ja, aber wie komme ich denn da hoch? Push down. Ah ja. Was ist das? Wir haben das gefunden. Neuen Angriff. Gitarrenried kann jetzt im Laden gekauft werden. Okay. Hier fahren Waggons hin, also Gondeln hin und her. Ja, wir werden den Weg nach oben nehmen, weil ich jetzt nicht weiß, wo ich dort unten hin will. Ah. Ein Infopendel. Wenn man so will. Da geht's nach oben. Wird man nicht vergessen, eventuell hinten noch was. Weil da geht's nämlich auch weiter. Hallo. Oh, hallo. Hallöchen. Ich spüre eine besondere Anziehung zwischen uns. Echt? Ja. Was ist es diesmal? Dein Magnet. Der bringt dich schnell überall hin. Und er dockt ganz leicht an Vandelays Sicherheitsroboter an. Willst du schnell zu einem Gegner? Dann nutze den Magneten. Ja. Und wenn du einen Gegner in die Luft geschleudert hast, dann zieht dich der Magnet zu ihm hinauf. Ah, okay. Das nenne ich Technik, die begeistert. Absolut. Alter, dieser Arm dient zum Aufsammeln von Müll. Danach sieht er für mich nicht aus. Nice. Nice, nice. Finde ich gut. Jetzt ist hier wohl... Moment, was ist jetzt passiert? Okay. Jetzt ist hier wohl der Weg, oder? Wie er normal weitergeht, nehme ich mal an. Oh Mann, das verwirrt mich jetzt. Jetzt da hoch, oder wo geht denn jetzt hin? Nachdem das so versteckt war, gehe ich mal davon aus, dass das hier Geheimweg ist und wir laufen das zuerst. Was bist du? Das ist ziemlich gut. Das würde im Unterschlupf ultra aussehen. Graffiti hinzugefügt. Schau es dir im Unterschlupf an. Okay. Nice. Kommen wir da vorne auch noch hin? Geht sich das? Ah, und da komme ich wieder nach unten. Ja, das passt ja perfekt.
Das war ja absolut perfekt. So, pass auf, mit Doppelsprung. Ja, wobei, Doppelsprung weiß ich gar nicht, ob es das ausgeht. Nein, jetzt habe ich es verkackt. Moment, das versuchen wir nochmal. Da unten war noch eine Zwischenlandung. Das versuchen wir nochmal. Genau, weil von hier können wir jetzt nämlich... Ach, geht sie nicht aus. Naja, gut, okay. Dann lasst uns weiter. Wir pushen den Button, ganz klar. Okay. Und dann? So fun- Ah! Das heißt, ich muss mir hier rauf und dann... Nee, Moment. Hä? Ah, ich muss dann gleich weiter. Oh, wow. Ach, da oben geht's weiter. Eieiei. Boah. Oh, das ist aber knackig. Da bleibt halt auch keine Zeit zum Nachdenken. Kales Statuen, es ist alles Gold, was glänzt. Greife Kales Statuen, um Zahnräder zu erhalten. Je mehr Angriffe mit perfektem Timing du durchführst, desto mehr Zahnräder hältst du, bevor du die Statue zerstörst. Was? Du zerstörst. Okay. Okay, das läuft doch. Geil. Ein Zahnradspender. Nice. Großartig, das lief gut. Um dazu sagen, perfekt. Okay, ich glaube, wir haben alle gesammelt. Sehr gut. Hallo. Ach, das sind die. Die Knuffels, die mir, und die ja eigentlich fast ein bisschen, mir tun sie ja fast ein bisschen leid. Das sind ja eigentlich super süß, die kleinen Staubsauger. Okay, schaut hier wieder nach einer Kampfsektion aus. Ja. Ach, das mit Q ist halt, das ist halt sau cool, ne? Weil oft ist so, dass sie die einfach so weit weg sind und dann auch noch ausweichen. Hoppla. Ah, das war auch daneben. Okay, nice. 808, na los! Oh, es geht ja weiter. Ah, ich würde gerne auf den Kicken gehen, tatsächlich. Da sind einige Treffer dabei. Also die Mietreffen, glaube ich. Timing wieder verkackt. Ah, das, also das mit dem Magnet finde ich super. Das finde ich großartig. Das macht mich gerade, richtig glücklich. Nice. Der hat gesessen, der hat gescheppert. Voll auf die Marille. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, was hat die denn jetzt? Oh Mann, das geht mir immer zu schnell weg, immer bis ich check, dass da die Statistik steht. Super, drei Türen, ey. Dass da die Statistik steht, da ist es halt dann immer schon wieder weg auch. Da ist wieder mit Magneto, okay.
Ich würde ganz gern wirklich schauen, wo es was gibt. Ich will halt nichts auslassen. Ja, oft ist es so, dass es Sackgassen sind, wo du aber gut sammeln kannst. Ah, guck, das ist zum Beispiel, das war sie, ne? Elektroheilkernteil, ein defekter Teil des Elektrobooster-Prototyps von Wendelay, sammelt man 4 Teile, ja. Also beim Schließen musst du hier, weiß auch nicht was sein. Das könnte man ein bisschen langsamer machen, weil, ja. Also ich da lese es nicht einmal, wenn ich nicht vorlese. Hey, wir sind da. Hallo! Wie hast du das gemacht? Ich dachte, du brauchst vielleicht Hilfe hier draußen. Ich habe die Terminals gehackt und kann dir von hier aus Upgrades schicken. Hammer! Na dann. Ah, okay. Was war denn das, was wir jetzt gelernt haben? Irgendwas haben wir gelernt. Irgendein... War das nicht der Angriff? Irgendwas mit Gitarre? Oder Spezialangriff? Ach, Spezialangriff war das, Gitarrenritt. Reite auf deiner Gitarre über das Schlachtfeld, erwische alle Gegner in deinem Weg und baue eine gewaltige Combo auf. Gelingt dir der Taktreffer am Ende, wird die aufgestaute Energie frei. Bonuspunkte mal 2. Entscheide mir erst die nötigen Hallleisten verfügbar, geht die Aktion weiter, bis die Hallenergie aufgebraucht ist. Klingt auch nicht schlecht. Klingt halt alles nicht schlecht, gell? Aber ich bin mir halt so unschlüssig, für was ich meine hart erkämpften Schrottteile dann jetzt ausgeben soll. Das klingt ja interessant. Perfekt. Schauen wir mal. Nice. Aber mein Respekt und Hut ab all jenen, die sie, wenn sie mehrere Attacken hier dann kaufen und upgraden, die sie all diese Attacken auch merken können. Sage ich gleich so, wie es ist. Also Peppermint, diese Spektrum-Sache, was hat's damit auf sich? Spectra. Man hat mir einen Code zugespielt, der vermuten lässt, dass es eine KI ist, die in allen Roboterteilen von Wendelays Projekt Armstrong schlummert. Und was besorgt dich dabei? Eine Quelle sagt, Wendelay hätte noch nie ein Projekt so unter Verschluss gehalten. Da schrillen jede Menge Alarmglocken. Was? Du lässt mich einem Bauchgefühl aus dem Darknet nachjagen? Ich kenne meinen Quellen. Du klingst noch ominöser als Wendelay. Das ist so gut. Also, weißt du was? Ist mir egal. Ich bin hier nach Ewek. Hey, ich arbeite hier. Das sagen sie alle. Und dann habe ich Wrecker alles beigebracht, was sie über Produktion weiß. Deine Geschichten sind doch nur Lügen. Pha, das weißt du schon. Du putzt ja nur den Boden. Wow, ganz schön frech. Ich muss schon sagen, ja, das ist... Okay, selbiges nochmal. Einen kleinen auch nicht zu Schrott verarbeiten? Ja, eigentlich. Na gut. Dann weiter geht's. Okay. Ja, und so klatschen wir uns hier durch die Welt. Super gut gemacht. Also wie gesagt, ich bin begeistert. Oh, das sieht nach Spaß aus. Jump! Oh, das sieht nach Spaß aus. Und diesen Spaß werden wir uns dann in der nächsten Folge geben, würde ich sagen. So gleich zu Beginn rein, geben wir uns dann den Spaß. Bis dann, hab mich gefreut, dass ihr mit am Start wart. Bis zum nächsten Mal.